Recht herzlich willkommen zur, tja, gute Frage, weiß ich nicht, welche Folge. Wir sind auf jeden Fall letztes Mal hier gewesen, um Minenarbeiter noch zu holen. Das haben wir gemacht und wir wollen weg, weil irgendwo irgendwelche netten Leute sind, die hier den Sektor angegriffen haben. Allerdings bin ich gerade am Überlegen, da wir gespeichert haben, könnte es sein, dass die doch gar nicht da sind, oder? Da rechts ist das Tor. Nö, die sind nicht da. Gut, dann können wir noch mal gerade gucken, was wir hier so... Was sind das denn hier alles? Asteroidengürtel, ne? Genau. Wir haben doch keine Mission mehr, gehe ich von aus, ne? Schiffsmenü, Spielermenü. Die hatten wir schon abgegeben, ne? Ja. Was haben wir hier noch so Schönes? Diplomatie, das ist zu den anderen Dingens. Ach so, hier haben wir gar nicht reingeguckt, ne? Das sollten wir vielleicht mal tun. Ne, warte mal, da. Ja, jetzt kommt eine Meldung rein. Okay, ist was gespeichert worden oder was? Ne, B war es nicht. Jetzt muss ich hier aus dem Fenster erst raus. So ist das. Dann ins Schiffsmenü, glaube ich, rein, ne, oder? Und hier kann ich dann da gucken. Da ist noch einer frei. Gut, wir müssen ja noch ein bisschen gucken, dass wir noch was umbauen, wenn, ne? Was haben wir denn hier so? Schildbooster. Detektor. Fortgeschrittenes Handelssystem. Radar-Upgrade. Energie nach Schildkonvertor. Geschützkontrollsystem. Höchstgeschwindigkeit, Sicherungskurzschließer. Okay, dann sind wir schneller. Scanner-Upgrade. Geschützturmkontrollsystem. Da kriegen wir zwei Geschütztürme dazu. Und hier? Drei sogar, okay. Energieverbrauch 0,27 Gigawatt. Bauen wir doch mal rein, oder? Und den könnte man dann nächstes Mal verkaufen. Gut, wie sieht's denn dann mit Besatzung mäßig aus? Brauchen wir dann mehr? Ne, jetzt wohl nicht. Dann ist alles gut noch. Hätte ich jetzt gedacht, dass man mehr braucht. Doch, da, nötige Mechaniker, noch ein. Dann lass uns doch nochmal gerade hier, wo ist das jetzt? Da ist es. Andocken. Docking. Wo ist denn der Dockingport da? Kommen wir da dran, ja, ne? So, nochmal docken. Und noch eine Crew-Member kaufen. Anheuern. Das Schiff ist überbevölkert. Haben wir den jetzt trotzdem gekauft? Gute Frage, ne? Von 6. Mechaniker sind das, ne, oder? Ist dem so? Ja. Jetzt passt das. Aber jetzt müssen wir noch Quartiere machen. Das ist das nächste dann. Flieg mal zurück, dass wir hier nicht in der Nähe von dem Schiff sind. Oder von der Station oder was auch immer ist. So, und jetzt gucken wir, dass wir irgendwo da noch ein Quartier dran bauen. Wo bauen wir das hin? Das ist die Frage, ne? Kriegen wir hier eine... Also ich möchte da Quartiere bauen. Das ist jetzt Eisen und wir haben aber genug, sag schon, Titan da. Und dann bauen wir das lieber aus Titan. Frachtraum, Quartiere. Ich möchte die Quartiere dann hier vielleicht noch drauf bauen. Na, dann machen wir erst einen Rahmen. So. Setzen da einen hin. Setzen da einen hin. Jetzt hätte ich gerne das gespiegelt gehabt.
Da gab es doch so eine Wand, oder? Ach, hier oben sind sie. Ne, die nicht. Die auch nicht. Also doch die erste. So, jetzt kann man das dann synchron gleichzeitig machen, sozusagen. Quartiere. Und ein bisschen größer das Ganze. Also so ist schon richtig, denke ich. Aber die Höhe gefällt mir dann nicht, ne, oder? So ist schon gut. Passt. Jetzt haben wir dann auch genug Quartiere. Ja, das ist ganz gut. Sieht schick aus, denke ich. Gut. So, Spiegelachse weg. Und Baumodus kann eigentlich auch weg. So, jetzt sind wir wieder voll einsatzfähig. Unser Schiff ist größer geworden noch. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo was haben, was wir noch annehmen können. Hat der da jetzt noch eine Mission für uns? Ich glaube nicht, ne? Ach so, ist schon ausgewählt. Schwarzes Brett. Oh, doch. Wir müssten 5 Tesla spulen. Militär-Tesla spulen. Ja, können wir machen, oder? Muss angedockt sein, war klar, ne? Ich dachte, wir wären noch angedockt, aber wir sind ja weggeflogen, damit wir da nicht gegenknallen. So, jetzt nochmal. Schwarzes Brett und die Tesla-Spulen nehmen wir mit. Gut. Alles klar, haben wir. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hin müssen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet natürlich. Das war wieder super gut. Kurz reingucken. Ne, den Notruf nicht. 276, 341. 276, 341. Einmal hier weg, bevor wir dagegen knallen. Dann die Karte ausgewählt. 276, 341. Das bedeutet, wir nehmen mal dieses Tor dann da. Das ist dann ein Nordost-Nordtor wahrscheinlich oder Nordosttor. Wo sind die Tore hin? Ich glaube, es müsste das rote sein, ne? Da ist eins. Nordosttor. Nö, ist keins. Dann mal dahin. Ein bisschen beschleunigen. Nach Bulwark of Paradise 3. Sehr interessanter Name. Unsere Energie geht langsam runter. Gucken wir mal, ob die sowieso runtergeht, wenn wir da durch die Gegend fliegen. Wir haben jetzt die Geschütztürme da eingebaut, ne? Ne, der lädt sich jetzt wieder auf. Gut. Da gibt es aber keinen Weg dahin. Dann würde ich sagen, machen wir das nach hier hin. Fliegen waren wir da schon? Ich weiß nicht. Oder wir fliegen gerade nach da oben. 276, 340 Nord, Nord. Osttor. Was ist das? Nord-Nordwest? Ne, ist auch Nord-Nordwest gewesen. Alles gut. Was ist das Rote da? Ein Kaufmann, okay. Fliegen wir da mal hin. So. Passt. Zuck. So, dann schauen wir mal auf die Karte, wo es hingeht. Ah, jetzt geht es noch weiter nach Norden. Aber da muss es auch nach Osten lang gehen. Ich werde trotzdem hier hinfliegen. Das ist jetzt Nord.
Ost-Nord-Tor, Nord-Nord-Ost-Tor, genau das ist es. Da fliegen wir hin. Gucken wir uns mal da um. Und dann möchte ich gerne nach Osten abbiegen. Ist ja auch nicht verkehrt, ein bisschen was von der Welt zu sehen hier, ne? Da ist ein Handelsposten da rechts. So. Karte. Es geht nicht nach Osten, so ein Shit. Ja. Das bedeutet umdrehen und zurück, oder? Erst umdrehen, dann fahren. So, und dann Sprung auswählen, in diese Richtung halt, ne? Ist die Frage, ob da unser Computer mitspielt, ne? Ausrichten nach da. Ist die Frage, ob wir genug Energie dafür haben. Haben wir wohl. Okay. Und dann die nächsten Koordinaten eingeben. Das ist unser Akku natürlich leer, ne? Steht da oben? Achso, wir haben keinen Saft wahrscheinlich, das sagt der, ne? Dann lass uns mal schnell ins... Was war das? Sprung ist berechnet, okay. Der wäre da lang. Wir haben keine Energie. Shift-Taste, ab ins Menü, den ausbauen, das lassen wir drin, sonst war ja nichts, ne? Ne, hyper ab. Der da? Beschleunigt schneller dann, ne? Okay, aber können wir gerade nicht machen. Dahin? Dahin? Ne, Quack. Jetzt baut er erstmal Sprungenergie wieder auf. Kommt da unten jetzt auch. Langsam aber sicher. So ein paar Punkte brauchen wir da, ne? Ich weiß nicht wie viele, aber ich glaube, jetzt könnte der Sprung funktionieren. Macht er auch. So. Koordinaten sind eingegeben. Sprung wird berechnet. Wir haben wieder keinen Saft. Sprung wird berechnet. Oh, achso, ja, da gibt es wieder diese Abklingzeit für den Hyperraumantrieb. Entschuldigung. Okay, der Hyperraumantrieb verbraucht mehr Energie als bedacht, genau. Lass uns mal ins B reingehen. Wir haben ja noch Sachen. Titanquartiere. Triebwerk nicht, Hülle. Gucken wir mal, Frachtraumquartiere, Korrekturdüsen. Gerichtete Korrekturdüsen. Nee. Wir sind jetzt erstmal fertig. Das können wir jetzt erstmal springen, oder? So sieht's aus. Jetzt bauen wir nur dahin. Gut. Das wird berechnet. Wir müssen dann noch einen Sektor weiterfliegen. Aber wir haben jetzt wieder keinen Saft. So, jetzt haben wir noch die Zeit zu bauen. So, das sind Geschütz... Flugschreiber... Was ist das? Okay. Titanproduktion. Produktion. Okay, kenne ich noch gar nicht. Energiecontainer.
Titan-Generator. Okay. Der Generator. Ja, ich glaube, wir brauchen einen Generator. Den zaubern wir jetzt hier drunter, denke ich mal. Dafür machen wir wieder unseren Spiegel an. So, wir müssen erst das Gerüst wieder bauen. Dafür noch was klein. Dahin. Und dann gehen wir hier ein tiefer. Und dann den Generator. Da machen wir aber größer. Höhe gefällt mir dann noch nicht. Und dran. So, jetzt sind wir hier irgendwie zu schwer, oder was? Schub fehlt dann. Gut, das heißt, wir müssen noch eine Düse dazu basteln. Kriegen wir aber auch hin, das ist ja nicht so schwierig. Dann machen wir wieder ein Gerüst dran. Kleiner. Dahin. Und dann nehmen wir die Düse und die machen wir größer. Machen wir da ein. Jetzt brauchen wir Mechaniker dann, ne? Auch schön. Gut, aus dem Baumenü raus. Hier ist niemand. Und wir können aber jetzt erst den Sprung wahrscheinlich machen. Und dann sind wir auch gleich da am Ziel, wo wir dann auch Leute kriegen, ne? So, jetzt ist die Frage, ob das die richtigen sind. Nö. Wo ist hier noch was? Da oben. Wer kriegt's? Der nicht. So, mit Escape raus, okay. Vielleicht sollten wir doch erst... Ah, da rechts ist auch ein Ausrufezeichen dran. Dann wird es das wahrscheinlich sein, ne? Kann das sein? Militärstation, genau. Güterverkauf, schwarzes Brett. Nee, dann hat das da nichts mit zu tun. Ich dachte, das Ausrufezeichen hätte damit zu tun. Escape. So, jetzt zack, da oben rein und dann gucken. Neun Minuten Organisation. Ja, Hauptquartier ist die Adresse des Fängers. Ja, Hauptquartier. So. Habitat. Computer. Ausrüstungsdock. Da ist noch was. Schiffswerft. Das ist ein Schiff. Ressourcendepot. Ausrüstungsdock. Computerkomponenten. Das ist es wahrscheinlich dann, ne? Der Verkauf, Schuss. Hä? Gute Frage, ne? Eigentlich müsste jetzt hier was stehen, tut's aber nicht. Wer ist das hier? Altmetallhändler. Ah, da ist das Hauptquartier. Gut, dann da mal schnell hin. Gut, wie geht das? Geht wohl gar nicht, ne? Ah, jetzt sind die Docks auch da, alles klar. Dann fliegen wir da mal ran. Steht. Gut. F docken. Und dann haben wir das geschafft.
Gut, Mission war erfolgreich. Dann ist das schon mal gut. Dann sind wir jetzt irgendwo im Nirgendwo, ne? So. Können wir nochmal F drücken, können wir bei denen aufs schwarze Brett gucken, aber das war klar, dass da kein Folgeauftrag ist. Das wäre ja noch schöner gewesen. Ja, aber ich sag mal so, wir haben das abgeliefert und nächstes Mal müssen wir dann gucken, dass wir schauen, dass wir da irgendwo einen Auftrag kriegen. Irgendwo wird vielleicht einer sein. Und dann weiterschauen. Okay, ich sag erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.